Ja, erstmal großes Kompliment an die Mannschaft für den Sieg und wirklich stolz auf die Jungs. Nicht nur wegen dem Sieg, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wollten mutig auftreten. Wir waren voll fokussiert auf unseren Wert, auf unsere Stärke. Und der Plan ist aufgegangen und die Mannschaft hat das perfekt umgesetzt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir noch in der zweiten Halbzeit noch eine draufgelegt haben, noch die zwei Tore gemacht haben und verdient. Und ich glaube, dass über die 90 Minuten haben wir eine Top-Leistung abgeliefert, was du brauchst auf diese Niveau. Die einzige negative Nachricht für uns ist, dass Christian Ramsebner sich verletzt hat. Er wird hochwahrscheinlich lang ausfallen. Sehr bitter für uns, sehr bitter für ihn. Aber wir haben gezeigt auch, dass wir das als Mannschaft auffangen könnten. Aber von meiner Seite, ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung. Eure Fragen, bitte sehr. Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. Bleibt gleich beim Thema. Zuerst einmal Gratulation. Was hat Ramsebner? Sieht so aus, als er eine Muskelverletzung hätte. Wir können momentan nichts sagen, weil er muss untersucht werden und das müssen wir warten, bis wir in Linz zurück sind. Weitere Fragen? Ja, bitte. Trainer, was bedeutet dieses 2:1 fürs Heimspiel? Das bedeutet erstmal, dass wir geschafft haben, was wir wollten. Wir hatten vor dem Spiel gesagt, wir wollen uns eine gute Ausgangslage schaffen. Jetzt ist eine sehr gute Ausgangslage geworden, aber es ist nicht erreicht. Das ist international. Basel ist eine erfahrene Mannschaft und die haben die Qualität, hat man gesehen die letzte Viertelstunde. Das wird ein heißes Spiel, aber wir freuen uns auf das Rückspiel. Wir spielen zu Hause von unseren Fans und ich appelliere alle Linzer Fans im Stadion zu kommen, dass wir wirklich die Mannschaft unterstützen, die Jungs verdient einfach diese Unterstützung und dass wir alle gemeinsam diesen Traum, diese erstmal Playoff zu erreichen. Hatten Sie das Gefühl, dass Basel den LASK unterschätzt hat? Ich hatte nicht das Gefühl, ich glaube eher, dass die uns gut studiert haben, dass die vorsichtig für bestimmte Situationen im Spiel waren, haben versucht, über Geduld zu kommen, was du brauchst in so einem Spiel. Aber was entscheidend war, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach eine draufgelegt haben. Und wenn ich die Laufleistung von meiner Mannschaft sehe, wir sind über den Punkt gekommen. Und da sind wir. Sind wir eine Mannschaft, ein Verein. Wir gehen immer am Limit. Wir geben immer mehr, als wir können. Nur so kannst du erfolgreich sein. Und das haben wir heute gemacht und geschafft. Und so eine Leistung brauchen wir auf jeden Fall am Dienstag, wenn wir weiterkommen wollen.